Herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Wir haben so ein paar kleine Probleme. Zum Beispiel können wir bei der Betonproduktion nicht weitermachen, weil wir keine Steine kriegen zum Kies machen. Ich hoffe, dass er hier wirklich irgendwann mal anfängt, Steine abzubauen. Ich habe aber auch noch nicht herausgefunden, wie man denn sonst an Steine kommen könnte. Also Kies weiß ich, aber wo kann man das vielleicht irgendwie nachgucken? Kies können wir hier herstellen, aber dafür brauchen wir heute Steine oder Schlagge. Oh, kann ich nur ausmachen? Wo ich da herkriege, meine Vermutung war, dass es hier mit rauskommt. Bis jetzt haben sie wirklich nur Kalkstein abgebaut. Vielleicht kommt das auch beim Eisenerz mit raus oder so. Ich weiß es nicht. Aber sicher bin ich mir da aktuell nicht. Auf jeden Fall forschen wir erstmal Kupfer, aber nicht, weil wir jetzt um den Kupfer brauchen, sondern weil wir woanders hin müssen. Das Ding wird in der Zwischenzeit repariert. Oder ist schon repariert? Oder? Schiffskonstrukteur, okay. Schiffsmotor, Schiffskanonen, Bug, Schiffskanone, Heck. Rüstung, Schiffsbrücke, okay. Okay, dann wollen wir mal rausfinden, wie man das hier reinkriegt. Teil austauschen. Schiffsbrücke will ich ja nicht austauschen. Aber scheint das schon so repariert zu sein? Ja. Ja, Schiffsdock ist überladen, weiß ich. Vielleicht sollten wir mal zusehen. Das Schiffsdock ist repariert, aber wir müssen noch das Schiff reparieren. Sobald das erledigt ist, können wir unsere Umgebung nach vorreden und weiteren Flüchtlingen absuchen. Das Schiff braucht auch Kraftstoff und die Besatzung, die es bedient. Jo, da kriegen wir schon hin. Wie rühre ich denn das schief? Reparieren. Was brauchen das? Nur Treibstoff oder? Na, Eisenplatten. Ah, ich war überlegen, hier bitte die Eisenproduktion ein bisschen weiter aufzuwerten. Wohl ehrlich gesagt ist das ja gerade minimal. Wir können ja auch noch so andere Sachen herstellen. Dafür brauchen wir aber Kupfer, das erforschen wir gerade. Und Fahrzeugteile sollten wir vielleicht mal welche herstellen. Das können wir ja mit anmachen. Allgemein, glaube ich, kann man hier wirklich alle Rezepte laufen lassen. Ne? Beton wird ja auch hergestellt für die Dinger. Oder bald. Gummi, klar, Gummi haben wir noch nicht, aber da kommen wir alles hin. Ich glaube, ich mache einfach BWBs aber jedem jedes Rezept an. Übrigens haben wir schon ein Lager für Fahrzeugteile. Ich glaube nicht, ne? Hier sind die Holz. Nein, dann machen wir erstmal ein Lager für Fahrzeugteile. Geht hier rein. Weil die gehen uns ja auch irgendwann aus. So. Und, ja gut, wir brauchen so oder so auch ein Lager für Beton später. Und wir brauchen auch ein Lager für die elektronischen Teile. Das haben wir auch noch nicht. Also Beton und elektronische Teile. Wunderbar. Damit wir hier mal ein bisschen auf Vorrat kommen. Und dann denke ich mal, die ist das, die den Schrott verarbeitet. Ne, ja. Und die braucht zwei Kühlereien, ne? Obwohl... Naja. Eigentlich. Der braucht 40 Sekunden für 4 Kohle. Ja, der hatten wir 2 gebaut, ne? Ah, aber Problem ist, Bäume, wir brauchen ja auch so noch Holz. Wenn ich jetzt alle Bäume zu Kohle mache, vielleicht, aber Kohle kann ich noch gar nicht abbauen. Oder? Ich bin mir noch gar nicht sicher. Wieso, was ist denn jetzt wieder? Die kommt hier nicht durch, wa? Die Baumente-Maschine. Ah, die kann hier nicht unter durchfahren, ne? Und warum fahrt ihr nicht einfach rum? Warum fahrt ihr denn nicht hier einfach rum? Die können keine Pause mehr. Das ist natürlich doof. Weil die können ja nicht... Ja, die können nicht hier unter durchfahren. Die sind zu hoch. Aber die können hier doch rumfahren. Das sind ja XP. Die können hier nur hier, die kommen hier so einen Weg, Mensch. Okay. Das ist natürlich doof. Ja, stark ausgelastete Förderbänder brauchen wir auch unbedingt, das weiß ich. Und wir haben zwar aktuell Holz, aber jetzt auch nicht so viel. So arbeiten die ja nicht weiter. Ah, eins nach dem anderen. So, das war auf jeden Fall für die Fahrzeugteile. Das wollten wir doch benutzen. Für Holz haben wir ja schon. Zement wollte ich eigentlich nicht zwischenlagern, sondern Beton selber. Beton blenden.
Und hier? Elektronik. Ja, genau. Was ist gerade ein Problem? Ich weiß nicht, warum die nicht einfach hier außen rumfahren. Ja, sie wollen Pause machen. Sie wollen Pause machen oder zur Wartung fahren. Auf jeden Fall kommen sie hier gerade nicht weg. Das ist natürlich schlecht. Und die LKWs kommen durch, aber die nicht. Ja, wieso fahren sie denn nicht einfach rum? Das muss ich nicht verstehen, ne? Warum fahren sie nicht einfach außen rum? Das tun die doch auch. Das ist typisch. Wie gesagt, der ist wahrscheinlich so gut wie voll mit Zement. Yo. Dafür brauchen wir aber halt erstmal Stein und Kies. Dessen war ich überlegen. Aber ehrlich gesagt, die Ölversorgung kann ich nicht wegnehmen, weil nur hier Ölfläche ist. Die kann ich auch nicht höher bauen. Die Rampen habe ich aber auch noch nicht. Das geht ja nicht anders. Ich meine, ich habe nicht allzu viel Einigkeit, aber vielleicht klappt das ja. Zurücksetzen, schickt das Fahrzeug zum nächsten Fahrzeugdepot. Falls das Depot nicht erreichbar ist, wird das Fahrzeug zerlegt und am nächsten Depot wieder zusammengesetzt. Wir probieren es einfach mal. Ach cool, jetzt kommt er außen rum, ne? Jetzt kommt er außen rum. Was das Sorgen hat. Ach, die kommen an die Bäume hier nicht ran. Er sucht euch andere Bäume. Ja, man sollte vielleicht die Texte auch mal genauer lesen. Aber auf jeden Fall muss ich das behieben. Sieh schon. Und zwar die beiden Bäumchen, die hier mal rausnehmen. Und die anderen müssen sehr rankommen. Jo, die könnte man aber allerdings mal mit drin nehmen, da. Dass er die hier auch mal wegholt. Jo. Sehr schön. Ihr müsst jetzt wieder alles ohne Probleme laufen. Abgeschlossen Kupferveredelung. Benzin kann ich hier mich nicht wegnehmen. Das geht absolut nicht. Die Eisenversorgung, ja. Kupferschrott, Kupfererz. Ja gut, das könnte der jetzt natürlich auch alles schmelzen. Würde gerne das Eisen da vorne, in der Hoffnung, dass da Steine rauskommen. Und wir müssen, glaube ich, auch langsam mal anfangen, Kohle abzubauen. Warte mal, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal hier, Bergbauturm hin. Wo war denn der gute Bergbauturm? Da. Den setzen wir erstmal hier hin. Diesmal aber bitte nicht unten drunter. Mal gucken, wie das gleich wird. Gehen dir die Teile aus, oder? Die stellen wir doch her, oder nicht? Meine ich. Gut, wir haben nur noch 8 auf Lager, aber ich meine, wir stellen sie her. Aber wenn ich alle Rezepte drin habe, habe ich halt den Vorteil, dass er nicht pausiert, weil wenn irgendwas voll ist, baut er halt das andere. Ja, aber die stellen wir her, definitiv. Meine Hoffnung ist ja, dass er den hier bald mal leer kriegt, deswegen machen wir jetzt alles. Den hat er dann irgendwann mal leer. Schön wäre es zumindest. Gut, den wird er schon fertig kriegen. Die werden nachher noch hingeliefert. Alles kein Problem. Ich glaube, da kommt schon wieder was. So, den müsste er auch gleich bauen. Ich muss auch zusehen, dass ich mal so langsam zu den Förderbindern komme. So, den Konstruktion 2. Hier wäre Gummi. Die Förderbänder sind nämlich das. Dafür müsste ich jetzt echt erstmal den erforschen, ne? Und den kann ich noch nicht erforschen, weil ich erst Gummi erforschen muss. Ja, mal erforschen wir eben erst Gummi. Den erforschen wir den und dann hoffe ich, dass der geht. Damit wir auch in die Förderbinder kommen, das wäre schon sehr, sehr, sehr schön. Damit wir hier weiterkommen, ja. Ja gut, das wird zwar grün nachher Zeit, aber zugeschüttet wird es auch nicht wirklich, ne? Wie gesagt, und der ist voll. Ich würde es ja gerne direkt zu Beton machen, dafür brauchen wir aber erstmal das und ja. Ich hoffe, dass vorne was rauskommt, wie wir ihn sehen. Du bleibst erstmal pausiert, mein Freund. Wir haben aktuell wirklich mehr als genug Mitarbeiter. Den müssen sie gleich bauen, sobald er den da unten fertig hat. Es mangelt gerade ein bisschen an Teilen. Gut, die hat er fertig. Jo, an diesen Konstruktionsteilen mangelt es. Die werden ja produziert, so ist es nicht.
Jupp. Die Suche für Betonstempel zwar noch nicht her, holt er sich dabei erstmal aus der Grube her, das geht also. Und die Wände wahrscheinlich auch gleich da hochgekarrt. Was macht der gerade? Fahrzeugteile. So, die dürfen jetzt auch wieder voll arbeiten, weil hier ja auch wieder voll verbraucht wird. Dann müsste der auch wieder arbeiten, der pausiert aktuell, weil er voll ist. Oder? Warum geht hier nichts weiter? Voll ist was anderes, hier läuft hier nichts raus. Ach, der hatte nicht genug Schrott, das ist so. Ja, jetzt geht's weiter. Okay, naja, ist noch nicht schlimm, ist er jetzt beliefert worden, jetzt hat er wieder jede Menge Schrott, jetzt kann er schmelzen. Holz wird aktuell wieder weniger. Das ist halt aber das Problem, weil wir das ganze Holz zu Kohle verbrennen. Wir müssen mal gucken, dass wir so Kohle abgebaut kriegen, das ist, wäre wichtiger. Was ist mit euch denn schon wieder? Hinzugewiesen Lastwagen. Wurden die zurückgesetzt oder was? Das waren die, die ich da hingeschickt hatte. Oh, den müsst ihr hier so einen Lastwagen kriegen. Gut, gut, gut. Das Leuchtfeuer lassen wir jetzt erstmal pausiert. So, haben sie hier nicht schon mal angefangen? Haben sie schon mal was hingebracht? Noch nicht? Die brauchen noch 15 Teile, Junge. Nur 15, da kommen sie. Da kommen sie. Den brauchen wir, sonst können wir hier kein Eisenerz abbauen. So, und ich möchte gerne, hier gute Leute, mäßig müsste ich das passen. Ob das fahrzeugmäßig passt, ist noch was anderes. Zwei Bagger abbauen. Lass es sehen, wenn es funktioniert. Dann brauchen wir mal zwei Bagger, die brauchen wir ja auf jeden Fall. Hm? Zack, zack. LKWs, haben wir noch welche über? Ich weiß es gar nicht. Haben wir, ne? Ja, wir sollten noch welche über haben. Ja, ja, gut, aber auch nicht mehr so viele. Warte mal. Und tätig zwei. Okay, dann machen wir nochmal zwei davon zu. Wäre besser. Forschung läuft ja mit Gummi. Die kommen ja auch gerade nicht weiter. Ich hoffe, dass da oben Stein mit rauskommt. Und ich will jetzt mal was gucken wegen Kohle. Das kann so nicht weitergehen, dass ich sämtliche Bäume weg. Das hier ist Kohle, ne? Das ist braune, ne? Ich glaube ja. Das heißt, hier nochmal ein Bergbauturm hin. So, muss ja nicht ganz so dicht sein. Den haben sie inzwischen gebaut. Sehr schön. Drück einmal kurz das Bausee. Die sollen natürlich hier oben abbauen. Erstmal das Stück, das kann man ja später versetzen gehen, ne? So, was hier verkippt werden kann, ja, ja, das Korn weg. Gestein kann definitiv nicht weg. Das post erstmal den Bergbaugebiet. So, jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt baut er mich hier wieder schräg runter, ne? Ich will eigentlich erstmal nur, dass er oben abbaut, bevor er runterbaut. So. Hier, den einen Fitzel kann er auch mitnehmen. Den machen wir dann mal später. Das wäre erstmal wichtiger, wenn er oben runterbaut. Denn wenn oben weg ist, dann kann er ja immer noch runterbauen. Das ist doch Schwachsinn. Hier ist doch Schwachsinn. Das Stück Horn weg. Dann lassen wir mal. Aber hier ist Schwachsinn, hier ist Schwachsinn, hier ist Schwachsinn. Genauso wie das Stück hier eigentlich Schwachsinn ist. Ich wollte mal ein bisschen aufpassen, mal markieren. So. So, dann kann er hier erstmal jede Menge. Das kann man ja später erweitern. Alles kein Problem. Kann weiterlaufen. Zack, kann weiterlaufen. Und Kohle, dann müssen wir das Gleiche machen. Sobald der gebaut ist, dann können wir mal Kohle abbauen. Und den müsste ich ja rein theoretisch die Kohle rein eigentlich. Da bauen wir dann vielleicht Kohlelager hin, dass hier alles mit Kohle versaugt wird. Aber die Kohle rein könnte dann in der Regel weg. Dann müssen wir erstmal gucken, ob wir genug Kohle kriegen. Das ist natürlich noch so eine andere Sache. Und ich glaube, Fahrzeuge bauen eh gerade noch, ne? Es wäre besser, dem hier noch eine eigene Dingsbums zu geben hier. Eine Vergiebungsanlage. Hier so ungefähr. Aber, ja, nach oben ist gut. Nach oben ist gut. Damit mehr hinpasst. Sehr schön.
Den Kronomilch, den Chrom hier wieder natürlich. Erde und so kann er wegkippen. Abfall kann er wegkippen. Den Rest definitiv nicht, das brauchen wir. Der kriegt den, naja, die müssen erstmal fertig werden. Einen packe ich da erstmal hin, ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich will mir auch noch einen für Gauler haben. Gut, ich weiß aber nicht, wie lange der hier noch braucht. Die erste Poker ist gleich fertig. Sehr schön. Es freut mich. Eigentlich müsste der hier auch rumstehen bleiben, weil da hinten ja nur einer eingestellt ist. Weil die Konstruktionsteile werden so langsam eng, weil wir viel bauen. Sehr schön, den haben wir. Dann können wir ihn gleich hier einstellen. Den kann den mich hier schon mal anfangen abzubauen. LKW kriegt er auch. Braucht er ja. So, dann kann er hier anfangen. Da hoffe ich, dass Stein mit rauskommt. So, wo haben wir das Verkippungsgebiet hingebaut? Jetzt wollen wir mal kurz was googeln. Da, das heißt, ich könnte hier ohne Probleme. Da soll definitiv Eisen rein. Kann man die auch hintereinander bauen? Mal gucken, ne? Müsste gehen, ne? Ja, geht. Eisen rein und hier soll definitiv Gestein rein. Kommen wir auch mal zwei Stück. So. Eisenerz, genau. Da ebenfalls. Eisenerz. Da läuft das vielleicht sogar gleich durch. Wäre schon cool, ne? Hier den definitiv Gestein. Ich hoffe, dass da Gestein mit rauskommt. Und hier denn auch. Gestein. So, die kommen hier was angeduckert. Wunderbar. Das hier wird schon gebaut werden. Alles kein Problem. Die Farm konnte nicht alle Kartoffeln lagern. Ja, weil das Kartoffellager voll ist. So, was hast du, mein Freund? Erde. Okay, ja gut, der fängt ja an mit Erde, ne? So, hier fangen sie auch schon an. Das ist das Ding, ja, auch Müll hinzukippen. Oh, hier ist aber auch noch genug Platz. Also, hier passt noch jede Menge hin. So ist es nicht. Wunderbar. Also, haben sie das inzwischen? Jo, warte mal, der muss sich ja auch einmal kurz... Ja. Editieren. Die Kohle, die ist ja hier. Weiter geht nicht. Jetzt, mal nix. Dann haben wir erstmal den Bereich drin. Ja, der baut ja eh noch, aber... Wo haben wir sie jetzt? Bergbaugebiet, genau. Ja, die Kohle ist wahrscheinlich auch unterirdisch, aber ich möchte wirklich erstmal... Wirklich... warte mal. Oben abbauen, dann kann man ja immer noch runtergehen, ne? Wenn es denn passt. So, warte mal. Hier ist wieder was mit drin, was er nicht braucht. Er fängt ja bloß an rumzubuddeln, obwohl hier nichts ist. Das muss ja nicht sein, ne? Also wie hier. So, auf jeden Fall hat der hier ein Gebiet. Da kann er denn gleich Kohle abbauen. Erstmal gucken, ob er das überhaupt macht. Wie gesagt, erstmal muss der eine Bogger da fertig werden. Bogger. Ah, ist aber gleich fertig. Wollen wir gleich. So, Benzin wird ja jede Menge produziert. Das ist ja noch nicht so das Problem. Benzin haben wir mehr als genug. Weil, ich sollte so langsam echt anfangen, die Bäume ein bisschen sparsamer mit umzugehen. Weil, dann kommen die Kohle rein mich weg, wenn wir da genug Kohle abgebaut kriegen. Das werden wir sehen. Wir kommen halt überall, wo Kohle gebraucht wird, Kohlelager hin, dann passt das. Und hier wartet auf Wasser oder Regen. Aber aktuell haben wir eh genug Essen. Die Bauteile kommen heute nicht hinterher, ne? Oder sie tun sie zwar, aber sehr langsam, ne? Ah, haben aber genug Materialien. Das ist nicht das Problem. Der stellt halt noch Fahrzeugteile. Ich glaube, die stellen sich aber, wenn was voll ist, automatisch auf das nächste Rezept um. Fahrzeugteile verbrauchen wir ja momentan auch wie blöd. Ah, es regnet. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, Kartoffellager ist jeweils auch voll. Sehr schön. Haben wir was für schlechte Zeiten. Hier geht es halt aktuell nicht weiter. Weil der voll ist. Aber brauchen wir halt erstmal Steine. Oh, dann kommen wir schon hin.
Oh, ist der Bagger inzwischen fertig? Ja. Dean, mein Freund, du willst hier arbeiten, du kriegst auch eine EGW, wir bauen eh zwei neue. Dann gucken wir mal, ob er hier Kohle rausholt. Ich glaube, Verkippungs brauche ich nicht hin, weil das kann er damit hinkippen. Wo sehen wir sehen, auf wie weit fährt er da jetzt hin? Ah, ich liebe das, dass er hier so die Wege, ne? Okay. Ach, das Spiel ist einfach nur herrlich. Das hier werden sie schon bauen mit der Zeit. Wie gesagt, es mangelt ein bisschen an Teilen. Aber das kriegen wir schon hin. Wenn das hier funktioniert, das ist Eisenerz, ne? Können wir ja auch mehr von Schmelzereien anzubauen. Ich will bloß erstmal gucken, ob das mit der Kohle hier hinhaut. Wie ist das eigentlich? Wenn da was im Lager ist, holen sie das auch nicht raus, ne? Ich habe so den Eindruck, was im Lager liegt, bleibt im Lager. Aber gut. Guck mal, nehmen wir mal als Beispiel. Guck mal, es geht zum Beispiel gerade der erste Vorrat runter. Oh, hier ist zum Beispiel Kohle drin. Holen die hier nichts raus? Wenn sie den grünen Schieberegler links nach rechts bewegen, werden die Lastwagen angewiesen, ihre Lieferung zu priorisieren, damit das Lager bis zum grünen Schieberegler gefüllt wird. Dies ist nützlich, wenn das Lager mit Maschinen verbunden ist, welche die Produkte benötigen. Wenn sie den roten Schieberegler rechts nach links schieben, werden die Lastwagen aufgefordert, die Produkte aktiv aus dem Lager zu entnehmen, bis die Ladung unter dem roten Schieberegler liegt. Dies ist nützlich, wenn das Lager geleert werden muss oder das Zwischenlager verwendet wird, zum Beispiel für Schlacke, die auf dem Gelände verkippt werden muss. Das heißt, wenn ich den jetzt mal runterdrehe, mal nur als Beispiel, füllt er das nur bis hier und der Rest wird dann wieder benutzt. Kann das sein? Werden wir sehen. Wenn wir sie gute Forschung fertig. Sehr schön. So, den müssen wir wohl jetzt erstmal dehnen. Wenn ich das aktuell überhaupt nicht brauche, Konstruktion 2. Ah, kommen wir schon noch hin. Ich will zu den Förderbändern, damit ich nicht mehr so viele LKWs brauche. Werden wir sehen, ob er hier jetzt gleich Kohle rausholt. So, da haben sie zumindest schon mal das erste gebaut. Auch gleich reingefüllt, damit er hier weitermachen kann. Jetzt hat er gerade Erde, das gibt er ja sowieso woanders hin. Jo. Wir werden sehen, wir werden sehen. Jedes Teil, was fertiggestellt wird, wird da hingebracht. So soll es aber auch sein. Und er hier hat Kohle. Ja klar, Kohle ist voll. Aber. Die Kohle soll ja... Wie gesagt, ich brauche wahrscheinlich mehrere Kohlelager. Ich habe hier einen Sieher. Das ist quasi das Notfall-Kohlelager. Da holt er auch gerade Kohle raus, ne? Ja. Ich bin am Überlegen, hier so zwei, drei Kohlelager hinzubauen. Aber, na, obwohl, vielleicht überall, wo Kohle gebraucht wird, zum Beispiel hier. Der braucht ja Kohle, und zwar jede Menge. Da müsst ihr schon zwei Lager hinbauen und die als Zwischenlager zu benutzen. Dafür müssen die weg. Weil damit wir nicht mehr die ganzen Bäume wegschreddern. Wir brauchen das Holz ja auch noch für andere Dinge. Einfach mal probieren. Kannst du meinen, dass ich jetzt Mist baue? Aber wir reißen die Bahn jetzt erstmal weg. Krieg ich die Bauteile wieder? Sieht fast aus, ne? Ah, das ist schon nice. Da kommen erstmal ein Fahrzeug rein. Die Schornsteine müssen natürlich auch weg. Ja, die holen die Bauteile wieder raus. Auch nicht schlecht. Aber nur die Hälfte, wenn ich es richtig gesehen habe. So, den kommt hier auf jeden Fall ein Kohlelager hin. Und das wird dann als Zwischenlager genutzt. So, nimm mal weg das Ding da. Sonst passt das doch nicht. Ah, gut. Einer ist Kohle. Oder? Beides ist Kohle. Braucht der nicht eigentlich beides? Eigentlich ja. Aber beide Anschlüsse sahen aus wie Kohle. Ist wahrscheinlich egal, was man da reinfüllt. Auf jeden Fall. Ein bisschen Abstand müssen wir schon halten. Wir können hier gerne Fließband später hinbauen. Aber die müssen ja hier auch noch hinkommen. So, wir gehen hier auf Nummer sicher, dass sie ein bisschen was auf Vorrat haben und bauen zwei. Halt, das muss schon so rum. So ist richtig. So. Auf jeden Fall. Hier Kohle rein.
Und das denn, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ungefähr so, dass es als Zwischenlager genutzt wird? Genauso wie der da auch, Gaulereien. Was machen wir denn Stück für Stück mit allen Dingern, die jetzt eine Kohlerei haben? Und den Kohleabbau machen wir denn da? Es kann natürlich sein, dass der eine Bagger da nicht reicht. Das werden wir sehen. Und halt später Fließbänder dazwischen, damit wir halt nicht immer alles mit LKWs transportieren. Oh gut, Elektronikteile haben sie schon komplett rausgeholt. Das ist ja schon mal etwas. Wie viel haben wir denn davon? Zeug der Männer dann? Nee, zeig ich dir überhaupt nicht. Haben wir die alle verbraucht? Also war schlecht, du. Nö, nö, nö. Ich meine, so viel ist das nicht, aber ein paar haben wir. Weil sie hier nicht in der Liste stehen. Wahrscheinlich das, was gerade produziert wird. So, die werden sie aber wahrscheinlich erst bauen, wenn sie das da fertig gebaut haben, ne? Aber bei der kann ich ja auch schon mal fleißig arbeiten, so ist es nicht. Ein bisschen Eisenerz hat er schon drinne. Ja, aber es funktioniert, der baut erstmal oben ab. Wunderbar, das ist Erde, ne? Jo. Und die Erde sollte er ja hier hinkippen, ne? Tut er auch. Das sieht man ja. Und Müll. Klar, gut. Gut, die Verschmutzung ist relativ hoch, aber noch sind unsere sauber, ne? Gut, ich hoffe mal, dass das Gestein bitte rauskommt. Jetzt hat er erstmal Erde geladen. Wird schon klappen, wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich mehr Bagger brauchen. Weil kippt das hier hin, ne? Jo. Wunderbar. Gut, gut. Ich weiß, dass der da vorne einstürzen könnte. Und der hat halt das Problem, dass er gerade voll mit Kohle ist. Das dürfte sich gleich ändern, sobald hier die Dinger fertig sind, wird hier Kohle, dann wird der mich mit Kohle versorgt. Es kann sein, dass der gleich erstmal stockt, weil er keine Kohle kriegt. Aber noch hat er genug. Kohle wird mir erstmal hier rausgeholt und wir haben ja noch andere Kühlereien. Die Kühlereien kommen nach und nach weg. Zum Schutz unserer Bäume, wir brauchen das Holz auch für andere Dinge. Okay, dann kommen wir auch weiter. Stück für Stück auf jeden Fall. Der arbeitet zumindest aktuell so lange, bis die voll sind, aber der hat ja zwei. Es holt im Moment auch nur Erde raus, aber der dürfte auch wieder. Das ist keine Erde. Gestein! Da muss ich erstmal kurz beobachten. Ja, bringt er den da hinten hin? Also der LKW. Der LKW gleich. So, kipp erstmal drunter Erde weg. Hol den Stein ab, mein Freund. Und dann will man gucken, ob er den Stein dahin bringt, wo er hin muss. Wahrscheinlich erstmal hier ins Lager, aber. Warte mal, da müsste ich auch mal kurz Pause. Mal kurz einstellen. Das soll ja nur als Zwischenlager dienen. Wahrscheinlich haut er die Dinger erstmal voll, bevor er da hinten hinliefert. Vermute ich mal. Aber den brauchen wir. Den brauchen wir definitiv. Treibstoff haben wir auf jeden Fall. Jetzt hat er wieder Eisenerz. Das ist mal so unterschiedlich. Aber ich finde es so cool, dass man hier wirklich sieht, wie das hier nach und nach weggeht. Haut er nicht hier rein? Okay, der haut nur das rein, was zu viel ist. Mal gucken, ob er das wirklich da hinten hinbringt, wo es hin soll. Dich beobachten wir mal, mein Freund. Dich beobachten wir mal. Wir haben ein ganz schönes Tempo drauf hier auf dem Gras, ne? Und der wird, denke ich mal, gleich wieder arbeiten, sobald hier den Kohle ausliefern kann. Er müsste ja da hinten hinfahren, ne, wo es gebraucht wird. Gibt das jetzt nicht auf den Müll? Mäh? Mäh? Er bringt das direkt zur Anlage. Ah, funktioniert das zumindest beim Eisen, okay. Er hat 8 Steine gekriegt. Okay. Ne, 6 hat er gekriegt. 8 braucht er. Okay, er fehlt noch ein bisschen was, aber ich denke mal, da wird man der Zeit sich ein bisschen was ansammeln, hoffe ich. Mal googeln. Und ich denke mal, was alles zu viel ist. Wir können ja mehr hinschicken, wird denn hier eingelagert. Wenn ich euch so richtig informiert bin. So, guck mal hier, die Kohlelager bauen sie auch schon mal. Das wird auch Zeit. So, den hat er ja fast fertig. Dann kann er hier mit die Kohle schon mal hinbringen. Das machen wir natürlich mit den anderen auch noch. Wir gehen hier schön systematisch vor. Heute sind wir erstmal am Ende. Warten wir erstmal, bis er es fertig gebaut hat. Morgen geht's dann hier weiter. Bye, bye.